einem amerikanischen Journalisten, einem englischen Mannequin, einem deutschen Wissenschaftler, einem russischen Soldaten und einem chinesischen Bauernmädchen, jedes menschliche Leben auf der Erde zu vernichten. Was werden Sie tun? Werden Sie Gebrauch davon machen oder nicht? Wie würden Sie an Ihrer Stelle handeln? Mit dieser gefährlichsten aller Waffen ist die Entscheidung über Leben und Tod der ganzen Menschheit Ihres Planeten in Ihre Hand gegeben. Der tödliche Strahlungsbereich jeder dieser Kapseln hat einen Durchmesser von 3000 Meilen. Bewohner der Erde, ich spreche zu euch aus dem Weltenraum. Ich habe euch eine Mitteilung von lebenswichtiger Bedeutung zu machen. Extrablatt! Mars, Menschen bedrohen die Erde. Extrablatt! Polizei sucht schon diesen Klagen. Extrablatt! Mars! Erschrecken Sie nicht, Eve. Wir müssen verschwinden. Ich halte es nicht mehr aus. Ich werde verrückt, wenn ich hier nicht endlich rauskomme. Glauben Sie, mir macht das Versteckspielen Spaß? Jetzt sind wir schon über eine Woche hier und es ist kein Tag vergangen, ohne dass wir Krach gehabt haben. Wir haben bis jetzt nur das Unangenehme einer Ehe durchgemacht, aber nicht das Angenehme. Mr. Clark. Ich höre. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Stellen wir folgendes Ultimatum. Wir fordern die sofortige Zurückziehung sämtlicher amerikanischer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Sowie aller Zivilpersonen auf den amerikanischen Kontinent. Andernfalls erklären wir den totalen Krieg. Noch habt ihr Zeit. Jedes menschliche Leben wird ausgelöscht. Wenn es nicht gelingt, das Rätsel der Vernichtungskapseln zu lösen, bevor der 27. Tag zu Ende geht. Wo haben Sie die Kapseln, Professor? Ich habe sie abgeschossen. Bald wird die Welt uns gehören.